Guten Abend. Schwere Kämpfe an nahezu allen Fronten in Bosnien-Herzegowina. Mehrere, vorwiegend von Kroaten bewohnte Orte, wurden heute von Serben mit schwerer Artillerie beschossen und von der Luftwaffe angegriffen. Spanien vor der Expo. Die letzte und größte Weltausstellung dieses Jahrhunderts beginnt am Ostermontag in Sevilla. Jugendweihe. Im Osten wieder sehr populär. 100.000 Jugendliche ziehen in diesem Frühjahr die Weihe der Konfirmation vor. Und eine kleine Überraschung zu Ostern. Verraten werden wir sie gleich in den Tagesthemen nach den Lottozahlen.